Södele. Dann wollen wir mal gucken, was wir hier wieder finden. Schnauze, Poki. Was wir hier wieder für tolle Sachen machen können. Wir gehen mal hier hin. Just because we can. Der Stadtteil mit dem schönen Namen Klein Venedig. Ich glaube tatsächlich, dass ich diese Stadtteile vom schwimmenden Schwarzmarkt benannt habe, war schon in meinem ersten Konzept so. Und dann habe ich einfach darauf gehofft, dass ich dazu komme, später im Spiel nochmal irgendwann diese Stadtteilnamen überhaupt ja, aufzunehmen, beziehungsweise irgendwo auch fallen zu lassen. Aber für mich war dieser Stadtteil immer Klein Venedig. Und natürlich versteckt sich auch die Mafia in Klein Venedig. Es gibt italienische Gondolieros und Hausboote. Und die Architektur wirkt auch leicht venezianisch. Ein Traum in Müll. Deponia. Ja, toll. Was haben wir denn hier alles? Was können wir denn alles angrabbeln? Eine Antenne. Welcher Amateur hat die denn montiert? Die müsste dringend mal neu ausgerichtet werden. Welcher Amateur hat die denn montiert? Die müsste dringend mal neu ausgerichtet werden. Upsi, warum passiert mir das eigentlich immer bei Antennen? So, da komm mal rein. Hey du, was schleichst du hier rum? Meinst du etwa mich? Natürlich meine ich dich. Oder hast du noch einen unsichtbaren Kumpel dabei? Ha, wenn ich einen Kumpel dabei hätte, wäre der bestimmt nicht halb so unsichtbar wie ich. Denn ich bewege mich unauffällig wie ein Ninja. Hey-ja! Von wegen, bei deinem Getrampel würde ich dich selbst dann noch bemerken, wenn du durch den goldenen Drachen der Unsichtbarkeit aus Gilligan's Gadget Shop getarnt wärst. Ha, was ein echter Ninja ist, der braucht doch keine Gadgets. Ich kann mich jederzeit mittels meiner geheimen Stealth-Kräfte in Luft auflösen. Dann tu das bitte. Ich will dich hier nicht mehr sehen. Verstanden? Oh. Ich fühle mich irgendwie beobachtet. Ach nee, wenn jemand zuguckt, kann ich nicht. Du sollst ja nicht gegenpinkeln. Du schon wieder? Ich hab dir doch gesagt, dass du verschwinden sollst. Bin ich ja auch. Ich bin eins mit den Schatten. Wusch. Du hast zwar einen gewaltigen Schatten, aber das ist nicht dasselbe. Bei deinem Getrampel würde ich dich selbst dann noch bemerken, wenn du durch den Gold... Ja. So, wie können wir die Karte angucken? Okay, da ist schon einiges mehr sichtbar geworden. Und dann gehen wir mal hier hin. Ah nee, warte mal, hier ist noch was. Das muss eine dieser echten Turnierhände für Profi-Schnick-Schnack-Schnuck sein. Ich muss unbedingt an Bord dieses Tauchboots gelangen. Ah, wen haben wir denn da? Hallo, Test, Test. Achtung, Achtung, eine wichtige Durchsage. Ein Komet nähert sich dem schwimmenden Schwarzmarkt. Ich wiederhole, ein Komet nähert sich dem schwimmenden Schwarzmarkt. Um eine Panik zu vermeiden, sollten Sie den Freitod als Option in Betracht ziehen. Trottel, ein Komet heißt Komet, weil er kommt und geht. Das sind die Dinger, die wunderschöne Spuren am Himmel hinterlassen, weil sich Teile davon ablösen. Und in der Erdatmosphäre verglühen und nachdem du die Uhr stellen kannst. Weil die nämlich dann irgendwann nach Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden, was auch immer, wiederkommen. Was du meinst, ist ein Asteroid oder ein Meteor.
Also eigentlich ist es ein Asteroid, wenn er sich der Erde nähert. Sobald er mit der Erde anfängt zu kollidieren, also sprich runterkracht, ist es ein Meteor. Und wenn das Ding unten aufgeschlagen ist, also endlich unten angekommen ist, dann ist es ein Meteorit, wenn noch was davon übrig ist. Ja, jeder Zustand hat da seinen eigenen Namen. So, Bozo. Den haben wir noch. Ein Rohrventil. Damit lässt sich das Rohr verschließen. Im Augenblick ist es auf. Na super, jetzt ist das Rohr zu. Aber gebracht hat es mir gar nichts. Ich lasse es wohl lieber erstmal auf. Und behalte das für den Fall der Fälle im Hinterkopf. Tür. Verfluchte Sektenmitglieder! Ist es denn wirklich so schwer zu verstehen? Wenn ich euren Heiland wirklich mit Absicht ans Kreuz genagelt hätte, dann wäre er bestimmt nicht nach 2 Tagen wieder... Was zum... Wer bist du denn? Ich hätte gerne ein Messer. In den Bauch oder ins Auge? Kannst du beides haben. Was hast du denn so im Angebot? Im Moment hauptsächlich Stich- und Schnittwunden für nervende Hausierer. Holla, die Waldfee. Findest du es klug, so mit potenziellen Kunden umzuspringen? Du willst ein potenzieller Kunde sein? So wie du rumläufst? Sei froh, dass ich dich noch nicht erschossen habe. Mit Betonung auf noch. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Das glaube ich allerdings auch. Aber ich habe eine gute Nachricht. Oft wird dir das nicht mehr passieren. Weil ich den Weg dann kenne, nicht wahr? Eher, weil dir dann die körperlichen Voraussetzungen fürs Laufen fehlen werden. Du erinnerst mich irgendwie an meine Freundin. Zumindest an ein bestimmtes Drittel von ihr. Ist sie so fett? Ich meinte eher ihren temperamentvollen Teil. Fett und zickig also. Kennst du Captain Bozo? Captain? Ist man jetzt schon Captain, wenn man einen rostigen Müllkutter über Wasser halten kann? Der einzige Captain, den ich kenne, ist Captain Seagull oben in Bellevue. Aber im Vergleich zu dem affektierten Idioten ist mir Bozo allemal lieber. Also kennst du ihn? Ich trage gerade seine Unterwäsche, wenn du es genau wissen willst. Nein, wollten wir nicht. Ich gehe dann mal wieder. Und wehe, du gehst mir nochmal auf die Nerven. Aber danke für dieses Bild. Das werde ich ja nie wieder los. Das wird mich meine Träume verfolgen. Als kreativer Leiter eines Spielprojekts muss man manchmal auch einfach nur großes Vertrauen in sein Team haben. Ich habe ehrlich gesagt immer gedacht, als ich mir diesen Screen angeguckt habe und gewusst habe, was dann hier alles Haarsträubendes nachher passieren soll an Animationen und so weiter, ach, das kriegen die schon hin. Obwohl ich es mir einfach nicht vorstellen konnte. Ich wusste nicht, wie es aussehen sollte. Ich hatte keine Vision von den Animationen, die in diesem Raum stattfinden sollten und wie die halt irgendwie skripttechnisch eingebunden werden sollten. Und ich habe einfach, ach, das kriegen sie schon hin. Manchmal hat man einfach so eine gewisse innere Ruhe und dann haben sie sich rangesetzt und ja, sie haben es hinbekommen. Glück gehabt. Ja, deine Angestellten haben es hinbekommen. Da hast du nochmal Glück gehabt. Wer hätte gedacht, dass sich unter dieser rauen Schale ein dermaßen alberner Sofabezug versteckt? Ah, Rufus, da bist du ja. Bleiben Sie, wo Sie sind. Mein Optiker kann Karate. Aber Rufus, ich bin es doch, Bozo. Siehst du behämmert? Gut aus. Meinst du nicht, dass der Hut ein dickes Gesicht macht? Außerdem zwicken die Rüschen im Schritt. Das gehört so. Genau richtig für ein Date. Rieche ich da sogar Aftershave? Das ist Anti-Wolf-Spray. Gut, da denkt jemand mit. Es kann losgehen. Ich weiß nicht. Meinst du wirklich, dass das eine gute Idee ist? Was machen wir hier noch gleich? Das frage ich mich langsam auch. Die Idee war wohl, dass ich versuche, mich mit meiner Bambina zu versöhnen. Das kann ja nur in die Hose gehen bei deinen Seeräubermanieren. Eigentlich weiß ich genau, was ich ihr sagen muss. Ich mache mir mehr Sorgen um ihre Manieren. Das letzte Mal hat sie mit einer Axt nach mir geworfen. Verstehe. Daher auch das Holzbein. Was für ein Holzbein denn? Ha, so kenne ich meinen Piraten. Welches Holzbein? Welche Hakenhand? Mit der Augenklappe kannst du sie eh nicht sehen, nicht wahr? Versuchst du mir etwa, wenn auch auf ziemlich bizarre Weise, Mut zu machen? Ach, ich weiß nicht so recht. Na klar, das wird super. Das letzte Mal, als du das gesagt hast, bin ich auf einen Riff gelaufen. Aber der Ausblick war doch einmalig. Komm schon, Riesenbaby. Herrje. Worauf habe ich mich da eingelassen?
Verfluchte Göhren! Wie oft muss ich euch noch sagen, dass ich euren Opa nicht erschossen habe? Zumindest nicht! Was? Bozo? Bist du es wirklich? Nein. Los, komm rein. Ich will nicht schon wieder die Leiche eines Lärmschutzbeauftragten im Kanale entsorgen müssen. Komm schon! Und jetzt verrätst du mir, wo du die ganze Zeit gewesen bist. Ich war unterwegs und, was hast du mit der Machete vor? Jetzt beruhig dich doch. Freust du dich denn gar nicht, mich zu sehen? Komm schon, Bambina. Du weißt doch genau, wie das läuft. Erst bist du wütend, aber sobald ich diesen einen Satz sage, was ist das? Das ist doch nicht zu fassen. Bei dem Lärm versteht man ja sein eigenes Wort nicht. Ich denke, es ist besser, du gehst jetzt. Aber... Raus, sofort! Tja, ich hab dir doch gesagt, dass... Psst, ich hör da was. Ach nein, Waschlappen können ja gar nicht sprechen. Bling! Genau, da müssen wir noch was machen. Airbag-Kiste. Noch ein neuer Airbag. Wie viele Ersatz-Airbags hat Doc denn nur auf Lager? Achso, die können wir nicht nehmen. Gut, dann... Ah, oh Gott, wie waren das? Zum Waffenladen? Nee. Nach Klein-Venedig? Nee. Vodox Werkstatt. Rauf auch nicht. Hier, wo geht's denn da hin? Ah, der Marktplatz. Mein Head of Game Design, der Bade, der hat ja quasi immer einfach einen schlechten Stand bei mir. In Argumentation hat er einen schlechten Stand, sonst natürlich nicht. Und zwar... hat er das Problem, er ist der kompetente Game Design Spezialist, der auch von uns delegierte Game Design Spezialist, der halt über alle Spiele drüber guckt und das Game Design überprüfen muss, ist aber natürlich als Angestellter einer Firma, an der ich eine gewisse Beteiligung habe, im Prinzip, ja, ich bin sein Vorgesetzter und das macht es halt für ihn immer schwierig, seine Überzeugung bei mir durchzudrücken, weil ich im Zweifelsfall halt immer sagen kann, nee, mach ich nicht. Meistens hat er aber recht. Und mit diesem Raum haben wir uns sehr intensiv beschäftigt, besonders Bade, der halt immer raufguckt und sagt, keine Ebenenwechsel, Poki. Nicht so viele Ausgänge, Poki. Wir so viele Ebenenwechsel. Also ich meine, wir haben diesen Ebenenwechsel, der halt besonders hässlich ist und damit einhergehend, wie viele Ausgänge? 1, 2, wenn man die beiden von den Ebenen hat, 3, 4, da kamen noch 6, 7, wenn man den zu der Arena, der später erst, oh Gott, wir haben so viele Ausgänge. Ja, du bringst deine Angestellten in den Wahnsinn. Karte, ist klar. Mehr kann man hier gar nicht, na gut. Cool. Eine frei zugängliche Tonne mit abgelaufenen Medikamenten. Abgelaufene Beruhigungspillen. Besser als nichts. Noch was hier? Nein. Das rote Rohr führt in Richtung Klein-Venedig. Das grüne ins Herz des Industriegebietes. Und das gelbe in diese dunkle Gasse da. Jemand sollte dem armen Teufel mal sagen, dass Punkte mittlerweile voll out sind. Die Punkte hier. Was?
Wo? Ich bin neu hier. Gibt's hier irgendwelche Sehenswürdigkeiten oder so? Sehr lustig. Falls du es noch nicht bemerkt hast, ich bin blind. Nobody is perfect. Nobody but me. Du bist blind? Wie kommt's? Sagen wir es einfach mal so. Es ist zu spät, sich anzugewöhnen, die Beipackzettel zu lesen. Was verkaufst du hier? Wonach sieht es denn aus? Tja. Nein, im Ernst. Wonach sieht es aus? Ich bin blind, weißt du? Ich sehe hauptsächlich bewusstseinsverändernde Substanzen, illegale Drogen und fragwürdige Medikamente. Puh, dann ist ja alles in Ordnung. Das hier ist mein Drugstore. Scheinbar. Was kann ich für dich tun? Ich würde gerne was kaufen. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Was soll's denn sein? Ich hätte gerne einen +5 Heiltrank. Die sind leider alle. Aber ich hätte etwas Gegengift im Angebot. Nee, lass mal. Dann spare ich lieber. Was ist in der Flasche da hinten? Unverdünntes Ethanol mit Frostschutzmittel. Schmeckt eigentlich ganz okay. Ich habe das früher oft getrunken. Aber irgendwann habe ich die Flasche nicht mehr gefunden. Deswegen ist er blind geworden. Hast du Beruhigungspillen? Ja, aber nur auf Rezept. Ja, ich hab hier ein Rezept. Das ist kein Rezept. Das ist ein abgerissener Knopf von deinem Mantel. Bist du dir da ganz sicher? Hör mal, ich mag blind sein, aber ich bin nicht blöd. Das kann man so oder so sehen. Gibt's irgendwas umsonst? Nicht wirklich. Das Einzige, was ich dir anbieten könnte, wäre das Probeexemplar von diesem neuen Gewächs. Es enthält diverse, bewusstseinsverändernde Substanzen, die noch niemals an Menschen getestet wurden. Höchst gefährlich. Absolut illegal. Und die möglichen Nebenwirkungen sind genauso unaussprechlich wie unvorhersehbar. Aber es ist umsonst. Ja schon, aber... Na dann her damit. Nicht so schnell. Die Cucumis Agnitio gibt es nur im Austausch gegen einen Gratis-Coupon. Cucumis Agnitio. Die Gurke der Erkenntnis. Der Wirkstoff liegt in ihrem Saft. Leider ist die Schale sehr hart. Harte Schale, gefährlicher Inhalt, unvorhersehbare Nebenwirkungen. Wie bei mir? Ich wollte gerade sagen, klingt nach dir. Kann ich nicht doch so eine Gratis-Gurke bekommen? Nur im Austausch gegen einen Coupon. Na toll. Und woher bekomme ich jetzt diese Coupons? Na, aus der kostenlosen Apothekenzeitschrift natürlich. Aber ich sehe keine kostenlose Apothekenzeitschrift. Ich auch nicht. Aber hörst du mich jammern? Sie liegt hier irgendwo gut sichtbar aus. Tut sie nicht. Als ich vorhin Pause gemacht habe, war auf jeden Fall noch ein Exemplar da. Ich habe ein neues Abführmittel getestet und da musste plötzlich alles sehr schnell gehen. Und du hast das Magazin mit aufs Klo genommen? Wozu? Um dir die Cartoons anzugucken? Schon mal was von Blindenschrift gehört. Außerdem fehlt es in Gullivers Spelunkenklo immer an Klopapier. Aua. Für mich erstmal gar nichts. Jeder das, was er verdient. Von hier aus hat man einen guten Überblick über den Marktplatz. Ah, das erklärt eine Menge der Geräusche, die ich in letzter Zeit so höre. Was gibt's denn zu hören? Irgendwelche Neuigkeiten oder Gerüchte? Tja, da muss ich dich wohl enttäuschen. Diese rhythmische Hintergrundmusik übertönt alles. Außer die gelegentlichen Jubelrufe aus Richtung der Arena. So als Hinweis, der Vito, der hier ab und zu mal in die Let's Plays auftaucht, der ist ja auch blind. Ich wohne also mit einem blinden Menschen zusammen. Einige von den Sachen finde ich wirklich lustig. Warst du kürzlich in Bellevue? Lustig. Bellevue. Französisch. Belle heißt gut. Nee, eigentlich heißt bon. Belle heißt schön. Schön. Und vue, Sicht, also schöne Sicht quasi. Deswegen sehr witzig. Diese Musik ist mir auch schon aufgefallen. Ich wünschte, man könnte sie einfach irgendwie ausschalten. Mir ist nämlich das Ohrwurmspray ausgegangen. Warte mal, was ist denn das? Haha. Was hat es mit dieser Arena auf sich? Das wüsste ich auch gerne. Ich weiß nur, dass es eine kesselförmige Vertiefung in der Mitte des Marktplatzes ist. Dort findet irgendeine Art sportlicher Wettkampf statt. Soweit ich weiß, hat es mit Schnabeltieren zu tun. Und mit Wasser. Mit Wasser? Ja, zum Glück haben sie inzwischen ein Geländer um die Arena gebaut. Ah, bist ein paar Mal reingelatscht. Kuckuck, verschwinde. Wir sehen uns. Sprich nur für dich. Wir können ihm mal das Klopapier geben. Hier. Ist das hier vielleicht ein Rezept? Darf ich mal tasten?
zumindest scheint es in Blindenschrift geschrieben zu sein. Auch wenn die Schrift etwas verschmiert ist. Aber ein Rezept ist das nicht. Verdammt! Diesmal war ich so sicher. Oh, warte noch. Das hier ist einer meiner Coupons. Wo hast du den nur gefunden? Man kann zum Glück nicht behaupten, dass er die ganze Zeit unter unserer Nase war. Dafür bekommst du eine Gratisprobe meines neuesten Zugangs. Cucumis Agnizio. Die Gurke der Erkenntnis. Die ist so neu, dass es noch keinerlei Studien über mittel- und längerfristige Folgeerscheinungen gibt. Cool! Was? Wo? Ich würde gerne was kaufen. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Was soll's denn sein? Ach, ich dachte, ich hätte noch die anderen Möglichkeiten hier. Noch so eine Gurke, bitte. Das geht nicht. Zum einen wurde die Zucht wegen einiger Vorfälle eingestellt. Lähmungen, Hautreizungen, spontane Genmutationen. Zum anderen gibt es nur ein Exemplar pro Kunde. Mist, die war nämlich echt gut. Hm? Für mich erstmal gar nichts. Jeder das, was er verdient. Wir sehen uns. Sprich nur für dich. Haha. Genau, so kann man nämlich hier die Rohrverzweigung machen. Vordocks Werkstatt, Fragezeichen, dunkle Gasse, in den Hafen. Ah. Rue refuse, super duper defus. Ach, man kann über diese Schwarzmarktpenner sagen, was man will. Aber sie verstehen was von guter Musik. Dieser Screen ist ebenfalls eine Location, die eigentlich in keinem ernst gemeinten Spielkonzept fehlen sollte. Und zwar die dunkle Gasse, die Hintertür in der dunklen Gasse. Es ist einfach grundsätzlich falsch, Spiele zu konzeptionieren und zu schreiben, in der keine dunkle Gasse mit einer Hintertür auftaucht. Und ebenfalls, ich habe es in einem anderen Entwicklerkommentar schon mal besungen, ja, gar besungen, es gehört zum guten Ton des Spieldesigners, Items in einer Mülltonne in einer dunklen Gasse zu verstecken. Ich habe hier zwar eine Mülltonne in diesen, also es ist mehr so eine Art Müllcontainer oder Container, weil halt irgendwie Müll ist ja hier, im Prinzip ist ja auf Depot ja alles Müll, zwar hier hingestellt, aber hier werden mal ausnahmsweise keine Items drin versteckt. Dafür könnt ihr euch da drin verstecken, nach Lust und Laune. Versteckt euch noch mal da drin, es gibt lustige Animationen dazu. Was es euch bringt, erfahrt ihr allerdings später, und zwar bei dem schwierigsten und furthermost out of the box Rätsel, das ich jemals in ein Spiel geschrieben habe, das so brutal, gemein und hinterhältig out of the box ist, dass es eigentlich fast schon nach dramaturgischer Willkür klingt, dass Rufus im Zuge dieses Rätselkomplexes in die Box hineinspringen muss. Denkt mal drüber nach. Spoiler-Poki hat ja schon gespoilert. Wir müssen uns hier in die Kiste verstecken. Sie ist leer, wenn man mal von dem ganzen Ungeziefer absieht. In der Kiste verstecken. In die Kiste hüpfen. Nochmal. Das muss dieser Rebellenstützpunkt sein, von dem Garlef sprach. Das ist nicht das geheime Klopfzeichen. Ist es wohl? Ist es nicht. Das geheime Klopfzeichen geht. Hehe, du Trottel. Jetzt hast du's verraten. Lass mich rein. Erst das Klopfzeichen. Na gut. Darf ich jetzt rein? Nein, warte. Ich habe mich vertan. Das war das alte Klopfzeichen. Was? Aber... Ich weiß. Eine Schande, dass wir es geändert haben. Ich konnte es mir viel besser merken. Trotzdem, wir benutzen jetzt das neue Klopfzeichen. Und wie geht das? Das ist geheim. Verdammt. Haha, so dicht dran und doch nicht geschafft. Ähm,
Ja, bleibt ja nur noch übrig hier. Was soll das denn? Ein Gitter. Hey! Hallo! Was heißt denn hier Burg? Frechheit. Wer hat denn hier gerade gerülpst? Ah ja, jetzt sind wir hier in Uptown, endlich dem einzigen Ort auf Deponia, wo tatsächlich noch der Garten geharkt wird. Ich glaube, das ist überhaupt der einzige Ort auf Deponia, wo das überhaupt nötig ist, weil es der einzige Ort auf Deponia ist, wo auch überhaupt Bäume wachsen. Aber diese wichtige Aufgabe fällt natürlich dem Glatzmatz zu. Da oben rechts ist er im Bild, der Gärtner, einer der Charaktere, die mir am wichtigsten sind. Deswegen nämlich, weil sie mich immer an meine Kindheit erinnern, da wurde mir nämlich folgendes kleines Kinderlied immer vorgesungen. Oh, ich hoffe, ich erinnere mich noch, wie es ging. Es ging etwa so. So, ihr lieben Kinderlein, es ist schon spät. Doch bevor es für euch ins Bettchen geht, ratet mal, wer da vor eurem Fenster steht. Draußen im Dunkeln, wo ihr ihn nicht seht, just sobald ihr eure Äuglein zugemacht. Es ist Glatzmatz, Glatzmatz, hässlich wie die Nacht. Glatzmatz, Glatzmatz, hässlich wie die Nacht. Schließt schnell die Äugelein, dann kommt er sogleich. Spitzt eure Ohren, lauscht jedem Geräusch. Dann hört ihr ihn atmen, vielleicht auch ein Schaben. Fast lautlos das Kratzen an dem Fensterrahmen. Das kommt von der Harke, die er mitgebracht. Es ist Glatzmatz, Glatzmatz, hässlich wie die Nacht. Jetzt alle Glatzmatz, Glatzmatz, hässlich wie die Nacht. Und nochmal Glatzmatz, Glatzmatz, hässlich wie die Nacht. Glatzmatz, Glatzmatz, hässlich wie die Nacht. Ja. Angestellte. Ich habe noch nie einen so hochnäsigen Türsensor gesehen. Ach, das hat gerülpst. Leer, von dem Vogeldreck mal abgesehen. Go, go, Rufus Gummiarm. Tja, also sonst klappt das immer. Was für ein hässliches Nest. Das muss zu einem extrem hässlichen Vogel gehören. Na super, noch mehr Dreck. Eine Harke, die könnte nützlich werden. Und ja, es heißt Harke und nicht Hake. Hier hakt niemand den Garten, sondern hier wird der Garten geharkt. Hat nichts mit Haken zu tun. Glatzmatz der Gärtner. Wer benutzt denn da einen Spaten zum Harken? Ach, seht nur, Kinder, es ist Glatzmatz, der Gartentroll. Glatzmatz, Glatzmatz, hässlich wie die Nacht. Ja. Mein botanisches Expertenwissen verrät mir, dass das hier eine Pflanze ist. Mein Expertenwissen verrät mir, dass wir dieses Video jetzt hier mal beenden. Denn es ist schon wieder Zeit. Das heißt, wir machen gleich im nächsten Video weiter. Dennoch tun wir erstmal speichern, denn das ist vonnöten. Also bis gleich.